Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Alles für die Ofenkartoffel. Und als Dip kann man es auch nehmen, denn wir machen jetzt Sour Cream oder Sour Cream oder Sour. Eigentlich ich würde Sour Cream sagen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also das ist dieses Quark-Zeug. Ja, was man so beim Barbecue ja auch nimmt, aber auch wirklich halt eben so als Dip für Rohkost wunderbar benutzen kann. Und das ist sehr einfach im Thermomix herzustellen. Wie das geht, verrate ich euch jetzt. Wir brauchen eine halbe Zwiebel, beziehungsweise eine Zwiebel, die ich schon halbiert habe. Die wird dann die üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Da die richtig fein sein muss, schieben wir das Ganze jetzt mit dem Spatel nach unten und machen es nochmal 2 Sekunden auf Stufe 5. So, und jetzt kommen jede Menge andere Zutaten hinzu. Wir haben zum einen 250 Gramm Quark. Dann haben wir 200 Gramm saure Sahne. 150 Gramm Crème fraîche und 100 Gramm Joghurt. Dann habe ich hier einen kompletten Bund Schnittlauch in feine Röllchen geschnitten. Die kommen ebenfalls rein. Schauen wir mal, dass wir das unfallfrei hier reinkriegen. So, nicht schön, aber effektiv. Zucker brauchen wir noch, 15 Gramm. Na, 17, okay, lass ich gelten. 10 Gramm Zitronensaft. Ist zu viel. Ich habe mich verschätzt. Es sind 20 Gramm, aber das ist halt jetzt so. Und Kräutersalz, ebenfalls 10 Gramm. Jetzt mache ich aber die Tara normalen hier. Los, zack. Und wehe, jetzt passiert jetzt was. Das kann man besser dosieren als den Zitronensaft. Ja, aber dann ist das auch. Sour heißt ja sauer. Ja, deswegen heißt ja Sour Cream. Dann haben wir hier noch 2 Spritzer Worcestershire-Soße. So schreibt man das. Worcestershire-Soße. Ja, sagt man ja. Die Oma früher mal gesagt. Worcestershire-Soße. Ja, das ist das. Ist die Sojasauce der Briten. Das Ganze wird jetzt miteinander vermischt. 10 Sekunden bei Stufe 3. So, huch. Das ist jetzt ein schöner Dip und da ist wirklich jede Menge drin. Also da ist jetzt nochmal doppelt so viel drin. Probieren wir erstmal so. Also ehrlich, für meinen Geschmack könnte es noch etwas sauer sein. Also das war jetzt gar nicht schlimm, dass ich da mehr Zitronensaft reingemacht habe. Es ist doch noch etwas süßlich, schmeckt aber trotzdem sehr gut. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, so zu Ofenkartoffeln oder so. Ja? Und auch einfach mit einem Stück Baguette oder einfach als Dip für Rohkost. Man kann da auch Knoblauch noch dran machen. Klar, ne? Müsst ihr dann überlegen, wenn ihr wollt. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Aber das schmeckt schon sehr lecker. Zu gegrilltem Fleisch auch. Probiert es einfach mal aus. Das ist mein Tipp, weil ihr könnt das ja jetzt nicht probieren. Ich werde das jetzt aber schön einpacken, mit nach Hause nehmen und für den nächsten Grillabend oder die nächste Ofenkartoffel in den nächsten 2-3 Tagen, weil viel länger würde ich es nicht aufheben im Kühlschrank. Da ist das dann dran. Untergeschluckt habe ich. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Guten Appetit. Lasst mir gerne ein Like unter dem Video, wenn es euch gefallen hat. Und denkt dran, nur wenn ihr den Kanal abonniert, bekommt ihr regelmäßig die besten Rezepte aus unserer Wunderkesselküche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.